Ich möchte Ihnen heute vom Projekt BIM Contracts, in dem wir als Vertragsjuristen, Bauvertragsjuristen beteiligt sind, möchte ich Ihnen gerne die Thematik Smart Contracts im Bauwesen näher bringen. Was verstehen wir darunter? Smart Contracts, da geht es in erster Linie aus unserer Sicht darum, wie man rechtssicher Algorithmen in die Vertragsabwicklung einbetten kann. So hatten wir es ja auch in die Ankündigung dieses Vortrags geschrieben. Ganz kurz, was ist unser Use Case? Was ist unsere Ausgangslage? Im Baubereich haben wir ganz häufig die Situation, dass ein Bauunternehmer sein Bauwerk, seine Leistung fertigstellt und dann eine Rechnung schreibt, die beim Bauherrn dann liegt und die dort geprüft werden muss. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Da werden Wäschekörbe voller Rechnungen von einem Büro ins andere getragen, teilweise bei gewerblichen Bauherren. Das dauert einfach sehr lange und der Auftragnehmer wartet auf sein Geld. Heißt also, wir haben da ein großes Risiko, dass der Bauunternehmer sehr lange in Vorleistung gehen muss. Also wir haben auch ein erhöhtes Insolvenzrisiko für den Auftragnehmer. Und das versuchen wir zu verändern durch die Methode BIM Contracts. Was heißt das? Der Ausgangspunkt ist, wir haben ein digitales Gebäudemodell nach der Methode BIM. BIM steht für Building Information Modeling. Das ist ein kollaboratives digitales Modell, ein 3D-Modell, so kann man sich das vorstellen, an dem Planungs- und Baubeteiligte arbeiten können. Heißt also, da wo man normalerweise schon Papierpläne sieht, wird das Ganze durch ein 3D-Modell ergänzt oder sogar ersetzt und dadurch können einzelne Bauteile dargestellt werden, 3D und kollaborativ, und können mit Zusatzinformationen versehen werden, insbesondere auch mit Informationen, was die Kosten angeht. Heißt also, ich weiß in dem Moment, wo gebaut werden soll, folgendes Bauteil, Stahlbetondecke kostet Betrag X. Da springt es eigentlich ins Auge, das zu automatisieren, wenn man die digitalen Informationen schon vorliegen hat. Heißt also, wir nehmen das digitale Gebäudemodell, setzen einen Blockchain-basierten Smart Contract drauf und kommen damit zur automatisierten Zahlung im Bauwesen. Hier sieht man, wie das ungefähr laufen soll. In der Mitte sehen Sie, die Parteien vereinbaren einen Bauvertrag. Dann sehen Sie die untere Leiste, der Auftragnehmer, der sein Bauwerk vollendet hat oder das jeweilige Bauteil zumindest mal fertiggestellt hat, macht eine Leistungsmeldung gegenüber dem Auftraggeber, idealerweise mit einer App auf der Baustelle, sodass wir das vollständig digitalisiert haben. Der Auftraggeber kann dann kontrollieren, liegt tatsächlich Fertigstellung eines Bauteils vor und kann dann ebenfalls per App idealerweise die Freigabe ebenfalls melden, sodass dann in einem letzten Schritt automatisiert ein Zahlungsbefehl von der Auftraggeberbank an die Auftragnehmerbank ausgeführt wird. Die Banken müssen nach der unionsrechtlichen Regulatorik da Schnittstellen vorweisen, heißt also, das kann durchautomatisiert werden. Das ist unser Konzept. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das mit den Smart Contracts? Da habe ich ein Zitat mitgebracht von einem nicht näher bekannten Verfasser. Smart Contracts are neither smart nor contracts. Heißt also, Smart Contracts sind weder intelligent, noch handelt es sich dabei im juristischen Sinne eigentlich um Verträge. Ein Smart Contract ist ein Algorithmus, der eine Wenn-Dann-Beziehung abbildet. Nicht mehr und nicht weniger. Wie kann ich dem jetzt vertragsjuristisch beikommen?
Grundlage für uns ist es, dass die Parteien nach wie vor einen völlig normalen Bauvertrag schließen. Wenn Sie sowas schon mal gesehen haben, das ist bei einem komplexeren Bauprojekt, ist das ein Dokument von manchmal auch mehreren hundert Seiten. Und aus diesem gewöhnlichen Bauvertrag möchten wir einige wenige Elemente auskoppeln, die wir für automatisierbar halten. Und das sind insbesondere die Hauptleistungspflichten, um da jetzt mal als Jurist zu sprechen. Das heißt, ich habe einen Bauvertrag. Ich habe auf der einen Seite die Pflicht zu bauen und ich habe auf der anderen Seite die Pflicht, das Gebaute zu bezahlen, also eine Vergütungspflicht. Also eine ganz einfache Wenn-Dann-Beziehung, wenn gebaut, dann Geld. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr einfach, kann aber im Detail sehr schwierig sein, vertragsjuristisch zu gestalten. Insbesondere haben wir eine Herausforderung, was die Transparenz und die Lesbarkeit dieses Smart Contracts angeht. Heißt also, dieses Bild, das Sie da sehen, ein analoger Bauvertragsteil und der digitale Bauvertragsteil, der schiebt sich einfach so da rein. Das muss man im Einzelfall ein bisschen genauer betrachten und mit Klauseln abfangen. Ich habe Ihnen hier mal eine Übersicht über diese speziellen Klauseln mitgebracht, die man dafür braucht, aus unserer Sicht. In den Vorbemerkungen eines Vertrages, der mit einem Smart Contract arbeitet, sollten auf jeden Fall Hinweise auf die Smart Contract Prozesse bereits beinhaltet sein, damit weder Auftraggeber noch Auftragnehmer überrumpelt werden können, denn wir brauchen Transparenz. In den Vertragsgrundlagen, das ist normalerweise die Ziffer 2 in einem Bauvertrag, müssen die digitalen Vertragsbausteine, die notwendig sind, festgehalten werden. Wir haben dieses digitale Gebäudemodell, von dem ich eben schon erzählt habe, und eine Leistungsbeschreibung auf der einen Seite. Das ist eben das, was mit der Methode BIM erstellt werden kann. Und wir haben auf der anderen Seite für die Zahlung ein digitales Abrechnungsmodell. Bedeutet in diesem Fall, wir bilden einzelne Abrechnungseinheiten aufgrund der Bauteile, die wir im digitalen Gebäudemodell haben und können einzelne Zahlungen damit auslösen. Wie das im Einzelnen funktioniert, werden wir nachher noch von meinem Kollegen hören. Dann braucht man natürlich noch jede Menge Nutzungsbedingungen für unterschiedliche technische Vorkehrungen, die mit dem Smart Contract in Verbindung stehen. Da hat der Herr Seif ja eben schon richtig gesagt, es ist in den meisten Fällen eben so, dass das Problem nicht der eigentliche Anwendungsfall ist, sondern alles, was da drumherum so besteht. Wir brauchen also Nutzungsbedingungen für den BIM Contracts, das BIM Contracts Programm, für die CDE, das ist eine Datenbank, die Off-Chain funktioniert, für die Blockchain, für die Zahlungsbedingungen und gegebenenfalls, da wir eine Konsortial-Blockchain betreiben wollen, brauchen wir auch dafür eine Abrede. Datenschutz natürlich auch sehr wichtig, darüber haben wir ja schon gehört. Und wir brauchen eine Rangfolgeregelung. Heißt also, was passiert insbesondere, wenn die Vereinbarung zwischen den Parteien und demjenigen, was im Smart Contract steht, nicht übereinstimmen? Was geht vor, digital oder analog? Das muss jedenfalls festgehalten werden. Und zu guter Letzt ist es notwendig, dass sich die Parteien, so zumindest mal unser Modell, auf Blockchain-Identitäten schon bei Abschluss des analogen Bauvertrages einigen. Das heißt, den Parteien wird identifizierbar eine Identität auf der Blockchain zugeordnet und nach Vertragsschluss, wenn dann der Smart Contract finalisiert worden ist, müssen die Parteien mittels dieser Blockchain-Identität das Deployment des Smart Contract bestätigen. Nur so können wir sicherstellen, dass digitaler und analoger Teil des Vertrages ineinandergreifen. Dann kommen noch einige Regelungen, die insbesondere bauvertragsrelevant sind und für eine Generalisierung eines solchen Modells jetzt nicht so sehr von Interesse sind. Wir brauchen natürlich, das wird für jeden Vertrag zutreffen, Regelungen zur Mängelhaftung.
Wir brauchen eine Regelung für den Fall, dass gekündigt werden soll, weil sich der eine oder der andere an die Smart Contract-Prozesse nicht hält. Und haben damit eigentlich eine vertragsjuristisch gesehen vollständige Regelung erreicht, wie dieser Smart Contract, der eben kein Vertrag ist, sondern nur ein Algorithmus, der eine Wenn-Dann-Beziehung ausführt, in einen völlig normalen Vertrag integriert werden kann. Heißt also, man muss vor diesen Smart Contracts eigentlich auch keine Angst haben und sie sind eigentlich auch nicht Code is Law, wie ja häufig gesagt wird, sondern sie stellen nur eine Abwicklungsvariante dar, die eben juristisch aufgefangen werden muss. Heißt also, im Endeffekt habe ich hier in den Ausblick geschrieben, werden Juristen damit jetzt überflüssig? Das dürfte wahrscheinlich angesichts der Grenzen der Automatisierung durch Smart Contracts zu verneinen sein, aber das können wir gerne nochmal diskutieren. Schon mal vielen Dank.